Alter, was geht ab, Leute? Hier. Willkommen zu einem Alola Gaichu Raid. Ich brauche immer noch einen Shiny, ich brauche immer noch einen 100er. Ich habe, glaube ich, nicht mal einen 98er. Und das Wichtigste, Arena-Punkte. Das Tor heißt die Arena, glaube ich. Münchner Freiheit / Schwabing. An dem Gebiet arbeite ich noch. Bin nicht so oft hier. Einmal die Woche vielleicht, manchmal öfters, aber ist auch ein schwieriges Gebiet. Sehr viel los. Sehr belebt, sehr beliebt. Ich bleib nicht wirklich sehr lange drin. Auch viele Leute. Auch bereits ein Erzfeind, den ich mir gemacht habe. Das war so einer, der hat sich in die Arena gestellt, direkt mit 6 Accounts. Blau. Muss man natürlich betonen. Ich habe ihn da gekickt, weil wieso nicht? Das ist halt eine Arena auf meiner Runde und wenn ich schon mal hier bin. Und ja, dann hat er sich danach in der Gruppe beschwert und rumgeheult. Boah, bla bla, wieso kickst du mich nach einer. Nicht mal nach einer halben Stunde drin sitzen und so. Ich so, Digga, wo ist dein Problem? Wenn du eine Arena halten willst, dann machst du entweder Merkel, verteidigst deine Arena oder holst deine Arena zurück. Aber rumgeheulen im Internet bringt dir nicht viel. Und dann, ja, seitdem mag er mich, glaube ich, nicht so. Aber ganz ehrlich, Digga, wenn du den mit 6 blauen Accounts einen kleinen gelben nicht verteidigen kannst, dann Pech gehabt. Grüße gehen raus an. Du weißt, wer du bist, falls du das siehst. Aber mir an sich egal. Ich muss so oder so hier immer vorbeikommen. Also ich mache die Arena. Ich mache alles, was ich sehe. Was auf meinem Weg ist, wird umgehauen. So. Was war nochmal 100? Bisschen was über 13, glaube ich. Also ist unserer schon mal sehr schlecht. Ist er braun? Der ist leider nicht braun, also dunkelbraun. Schade. So, fertig mit den Arenen. Zumindest in dem Gebiet. Ihr seht, ich war fleißig. Jetzt muss ich noch zu 2 X-Ray-Arenen. Heute Abend kommt die Einladung für euch gestern. Mal schauen. Also ich habe mit dem Main ziemlich sicher eine. Und zwar dort, wo wir die Darker Rage schon angefangen haben. Jetzt muss ich noch mit dem kleinen Jungen reden, wo der eine Einladung bekommt und dann kann er mich einladen. What the fuck? Wieso steht da 1% auf der Kamera? Naja. Kleiner hat getriggert. Mal schauen, ob wir später die Einladung bekommen, aber 2069. Wobei, es ist eigentlich egal, was der Kleine bekommt. Aber wieso habt ihr nur noch 1% Akku, Mann? Ein kleiner Zeitsprung, Leute. Batterie ist doch nicht leer, war nur ein Anzeigefehler. Glimmanda habe ich jetzt gemacht. Nichts Besonderes, kein Shiny. Mit Murat habe ich ein bisschen gequatscht. Erstmal kriege ich eine Einladung für morgen. Montag, meine ich. Für euch morgen, aber es ist Montag. Das wird echt heftig. Ich glaube, ich habe 6, möglicherweise 7 X-Rays. Dann hat er noch was Interessantes erzählt, dass er morgen unterwegs ist. Lichteljagen mit der Map. Er wusste gar nicht, dass die so gut klappt. Ich habe da letztens reingeschaut und da waren irgendwie 2-3 Pokémon angezeigt. Das war's. Aber er meinte, es funktioniert eigentlich ganz gut und schauen wir mal, vielleicht morgen, also für euch heute, jagen wir ein paar Lichtel. Und apropos Lichtel, genau hier gerade ist einer. Zu dem laufen wir jetzt an. Wir kommen nicht ganz an den Stop ran. Der ist hier irgendwo im Innenhof. Lichtel will sich nicht blicken lassen. Shiny check. Von dem war ja auch noch ein Shiny. Schade, schade, schade. So, Lichtel, wo bist du? Nochmal Shiny check. Erstmal auf das Lichtel konzentrieren. Kann man hier abbiegen? Ja, hier kann man abbiegen. Oh, okay. Okay, Lichtel, wo bist du? Weil da haben wir das Lichtel. Saftig, Mann. Vielleicht mal schauen, ob es gut ist. 100er Lichtel wäre so saftig, oder? Ich habe 98er Tag 14. Er tauscht. Oh, schade. Kleiner Zeitsprung, Leute. Ist der nächste Morgen? Mein Ball verbindet sich nicht, aber wir haben ein 10er-Ei. Ich musste das brüten, weil ich habe nur 10er gerade gehabt. Ah, schade. Den brauche ich so ganz und gar nicht. Auf jeden Fall ist der nächste Morgen. Gestern ist nicht mehr allzu viel passiert. Ich wollte noch einen Doppelrate mitnehmen oder so, Darkrai, aber nichts mehr zustande gekommen, dementsprechend nicht genug Material gehabt für ein eigenes Video. Ihr seht das hier am Montag, das heißt Montag seht ihr den Vlog hier von Samstag und Sonntag. Ich bin übrigens heute auf krasser X-Ray-Tour.
Schaut vorbei auf Instagram, da könnt ihr das alles Ganze mitverfolgen. Ansonsten euch natürlich viel Glück und viel Erfolg bei Eugen X-Rates. Dann habe ich schon gesagt in diesem Video, falls ihr mich und den Kanal unterstützt wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar und aktiviert die Glocke. Ich habe wieder nach langem Leiden durch den Dark Air Raid wieder die Quest geschafft, drei fabelhafte Würfel. Die ist echt leidend, Mann. Ich habe noch nicht so viele gemacht. Ich finde auch gar nicht so viele, dass ich die jetzt so hart jagen kann. Und zweimal leider entfällt. Ich habe zweimal die Makabaja Quest. Und genau da vorne, beim Rocket Stop, ist die dritte. Und der Typ glotzt uns an. Ein Knecht. So. Direkt den dritten erdreht und direkt alle drei lösen. Was haben wir hier? Kämpfe gegen meinen Flug-Pokémon. Okay. Wir checken mal die Ausbeute ab. Vielleicht kriegen wir noch einen Knaller hier im Event. Ist ja Wasser eher schwach. Oh, 417. Das ist der beste bisher. Problem ist, ich habe schon 98 aus dem Ei. Das ist wahrscheinlich auch maximal 98. 4,9. Leider nicht. Und leider nicht shiny. So, was war's? 4,17 ist 98 Attack 14. Hm. Seht ihr das, Leute? In 4 Minuten kommt meine U-Bahn. Und ich muss bis dahin, Alter, Heide, 4 Minuten. Und da ist ein 100er Dusogur. Ich dachte mir, vielleicht schaffen wir es. Kam rein, noch fast volle Zeit. Hab kurz drauf geschaut, 20 Minuten. Rein theoretisch, reine Fahrzeit, wenn ich die richtigen U-Bahn und so erwische. Dachte ich mir, gönnen wir uns auch einen Gen 5 100er. Aber sicher ist es nicht, also. Ich muss erstmal da oben ankommen und dann dahin laufen. Aber vielleicht schaffen wir es. Ihr seht eine Arena und kein Dusogur. Wir haben ihn knapp verpasst. So ist das Spiel, so sind die Leiden. Ich habe sogar einen Roller extra gemietet. Bisschen länger gedauert. Diese paar Sekunden hätten es vielleicht entschieden, aber also es ist nur ein Dusogur gewesen. Kommt bestimmt nochmal. War jetzt kein Lichtel oder sowas. Puh, das wäre leidend gewesen. Immerhin in die Arena gesetzt, die baue ich noch auf Gold. Ja, wo fahre ich jetzt hin? Ah. Jo, wir sind zu Hause. Ich bereite gerade den Stream vor, dann sind wir live und dann bearbeite und schneide und veröffentliche ich noch dieses Video hier. Denn morgen, Montag, heute für euch, bin ich unterwegs den ganzen Tag X-Rays machen. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon keinen Bock. Das wird echt anstrengend. Vor allem habe ich 6 Uhr Frühschicht halt ganz normal. Und dann direkt auch zum ersten X-Ray. 10.30 Uhr ist der. Oh, das wird leiden, Mann. Auf jeden Fall, Event läuft, ja. Wir machen halt tagtäglich das, was wir halt immer machen. Ein paar Arenen, ein paar Raids mit den neuen Kostümsachen und Dark Eye, falls es geht. Und die Quest mit Makabaja und Golbit hier und da, falls wir mal welche finden. Wilde Makabajas jagen, Lichtel jagen. Doppelbombung ist hier auch noch am Start. Ansonsten halt, ja. Ich freue mich aufs Wochenende, auf das Gegen-Event. Halloween-Event ist okay. 2 Wochen sind eine lange Zeit. Den großen Erfolg, den großen Hit hatte ich jetzt bisher noch nicht. Wir haben noch ein paar Tage, vielleicht kommt da noch so der richtige Knaller. Aber jetzt erstmal die X-Rates und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nochmal richtig reinhauen. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon ist serious business.